Wir melden uns aus dem regnerischen Deutsche Bank Park, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Ja, mit der Favoritenrolle ist das immer so eine Sache. Das kann natürlich auch belasten, haben wir schon erlebt. Am Ende wird der Favorit durch diese Rolle dann eher gebremst und dann kann es eine Überraschung geben. Wichtig wird sein, gut in die Partie reinzukommen. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen Sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Schauen wir uns kurz Ihre taktische Formation heute an, Buschi. Wir sehen hier ein 4-4-2 hinten mit der Viererkette, vorne mit zwei Stürmern. Im Mittelfeld können Sie aber variabel agieren. Das gilt für vorne wie hinten. Klar, gibt Einwurf. Ballverlust. Das wird jetzt Abschluss geben. Von ihm erwarten wir heute einiges. Tja, der kann am Ball natürlich alles. Das ist sensationell. Einwurf Frankfurt. Sambo Anguissa. Rebic. Und Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Könnte die Führung werden. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Muriel. Schöner Pass. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Sambo Anguissa. Ottavio. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Schön abgeblockt. Weiter geht es mit einem Einwurf. Skiri. Philipp Kostic. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abschluss.
bekommt den Ball, technisch stark gemacht hier, auch unter Druck. Muriel. Philipp Kostic. Gute Aktion, da ist die Flanke. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschuss war einfach nicht gut genug. Defensiv machen sie es gut. Rebic. Klasse Aktion da. Schaut sich um, wo ist vielleicht die Lücke? Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Die Sorgenfalten auf seiner Stirn werden immer tiefer. Wie reagiert er jetzt auf diesen Rückstand? Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Tor für Eintracht Frankfurt. Die Nummer 10. Philipp Kostic. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Auf außen ist jetzt Platz. Der Ball kommt. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Ja, ja, nach diesem Ausgleich schöpft er jetzt natürlich wieder Hoffnung. Seine Mannschaft macht das aber auch im Moment richtig gut. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Rebic. Ja, das hätte was werden können. Gibt Einwurf für die Eintracht. Wird das seine Torchance? Sieht gefährlich aus. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ja, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Jetzt die Ecke. Vielleicht die Führung jetzt. Da passt der Torhüter auf. Der Gegner war dran. Noch ein Eckball. So, Ecke kommt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich.
Pass auf den Flügel. Der Ballverlust. Sambo Anguissa. Rebic. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Sambo Anguissa, Rebic. Der Ball war ziemlich harmlos. Sie haben Platz. Ottavio. Ball kommt in die Mitte. Oh, kein Tor. Was für ein Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Ballverlust. In den letzten Spielminuten dominiert hier in Sachen Ballbesitz eigentlich nur eine Mannschaft und das ist Eintracht Frankfurt. Und wenn sie die Chancen, die sie haben, auch nutzen können, dann liegt hier der Führungstreffer in der Luft. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Vorne der Ballgewinn. Hereingabe. Gut gespielt. Ist das die Chance? Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Er findet offensiv bislang nicht wirklich statt. Das können wir auch ganz gut an den Abschlüssen erkennen. Die zweite Hälfte läuft in diesem deutschen Pokalspiel. Und wir sind gespannt, ob die Partie ähnlich weitergeht. Mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Die Chance auf den Konter. Philipp Kostic, direkt wieder zurück. Könnte gleiche Höhe gewesen sein, aber er gibt abseits. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig.
Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga, eingeblendet für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen den FC Schalke. Und ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden. Sie holen sich den Ballbesitz. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Das gibt Einwurf. Pass auf die Außenbahn. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Kramer. Weg ist der Ball. Das könnte was werden jetzt. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Flanke kommt weit. Es gibt hier die Ecke. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Ecke in den Strafraum. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. So geht es für die Gäste weiter in der Fußball-Bundesliga. Ja, das könnte was werden jetzt. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, er zieht ab. Kann erst 11 Meter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das war auch nicht gut gemacht. Klares Foul, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Puschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb, das ist schon eine Überraschung. Super gehalten, der Elfmeter. Dieses 1-gegen-1-Duell gegen den Schützen entscheidet er für sich. Das gibt ihm Selbstvertrauen. Um einen Elfer zu parieren, braucht es Intuition und Reaktionsschnelligkeit. Wow, was für eine sensationelle Reaktion. Elfer pariert. Oh, jetzt werden sie wechseln. Neu auf dem Feld, die Nummer 28, Dominik Thor. Die Fans sind nicht zufrieden, aber ich kann die Spieler natürlich verstehen. Die haben es hier halt einfach nicht mehr eilig. Es ist nicht wirklich schön, aber man kann es ihnen nicht verübeln. Der Ballverlust. Muriel. Wird's jetzt gefährlich? Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Chor. Kostic mit dem Ball. Da ist die Hereingabe. Da kommt er raus und hält den Ball. Flanke am Ende dann doch zu hoch.
Ja, gut gemacht. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Das war jetzt noch nicht ihr Spiel. Also bis hierhin. Die Eintracht scheint jetzt alles auf die Offensive setzen zu wollen. Jetzt wird's interessant. Sie werfen ihre bisherige Taktik komplett über Bord und drängen auf das gegnerische Tor. Lange Bälle und alle Mann nach vorne. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Kommt jetzt die Flanke? Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Da passt der Torhüter klasse auf. Ball ist weg, Einwurf landet beim Gegner. Der aktuelle Spielstand lautet hier also 1:1 und wir schauen mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der Gegner in der nächsten Partie für Eintracht Frankfurt heißt FC Schalke 04. Wenn sie sich ähnlich reinhängen wie heute, könnte das was werden. Könnte die Führung werden. Spät nochmal die Gelegenheit zur Führung, aber der Torhüter sagt, nicht mit mir. Macht er einfach zu, super Szene. Jetzt die Ecke. Und da geht der Torwart hin und kann die Ecke abwehren. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Einwurf Frankfurt. Oh, gefährlich. Kann er was draus machen? Der Ballverlust. Sehr gut hier vom Torhüter. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Der Ball kommt hoch rein. Da pfeift er ihnen die Torchance weg. Die Fahne ist oben. Abseits. Das wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen, aber die Fahne ist eben oben. Eine Minute noch. Jetzt der Vorstoß. Kramer. Ah, oh, da geht er vorbei. Nach 90 Minuten steht es weiterhin unentschieden. Es wird Verlängerung geben. So, weiter geht's. In der ersten Hälfte der Verlängerung. Los geht's. Und ich glaube, so langsam wird die Fitness eine Rolle spielen. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Ball kommt in die Mitte. Weg ist der Ball.
Das macht er gut. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Er überzeugt heute als Passgeber. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ottavio. Und jetzt der Zug nach innen. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Den Ball kann er abfangen. Sambu Anguissa. Oh, toller Pass, gute Aktion. Ganz gefährlich. Frankfurt mit dem Tor. Hier kommt noch mal das Tor. So ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Und jetzt haben sie den Ball. Oh, da ist er durch. Genau hinschauen jetzt. Der Torhüter macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig, unheimlich konzentriert, stark gemacht. Und so kennen wir ihn. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Sie haben Platz. Chance zur Flanke jetzt. Was macht er draus? Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. Und jetzt geht's hier gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung. Das ist der Anpfiff. Jetzt läuft die zweite Hälfte in der Verlängerung. Nicht gut verteidigt. Chance auf den Ausgleich. Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Jetzt ist der Platz da. Szene geht weiter. Gehalten! Und da hat er alles dicht gemacht. Das war natürlich eine richtig gute Chance. Und wer weiß, ob sie so eine Gelegenheit nochmal bekommen. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt muss der Wechsel kommen. Er scheint müde zu sein. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Noch liegen sie hier vorne und die Fans tun alles, damit das auch so bleibt. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht geht jetzt was. Er schießt. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Er geht in den Strafraum. Das macht er stark. Er hat kein Problem bei diesem Eckball.
So langsam aber sicher geht die Verlängerung dem Ende entgegen. 6 Minuten haben wir noch. Ballgewinn, gefährliche Position. Den Zweikampf führt er sehr gut. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger. Oh, das könnte was werden. Jetzt kommt der Schuss. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Wir nähern uns dem Ende der Verlängerung. 2 Minuten noch. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da ist die Hereingabe. Da war die... Kein Tor. Aber das war schon unglaublich, wie sie da angerauscht kamen. Unaufhaltsam. Das war ein toller Konter. Nachspielzeit 1 Minute. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. Spielt den Ball. Noch ist die Chance da. Da ist das Tor. Und sie haben den Ausgleich. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Jetzt sind sie wieder drin in dieser Partie. Große Freude, Logo, auch am Spielfeldrand. Wir haben immer noch keinen Sieger, also muss jetzt das Elfmeterschießen her. So, es geht los. Jetzt wird sich zeigen, wer die besseren Nerven hat. Gehalten! Ganz, ganz starke Aktion von ihm. Elfer verwandelt. Jetzt ist es wichtig, sich nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Das war eine ganz knappe Geschichte. Aber dann geht der Ball doch noch rein und wir sehen die Erleichterung. Oh ja, herrlich gemacht. Jetzt also Elfmeter. Immer auch eine Nervensache. Der ist nicht drin. Ja, wahrscheinlich hat er einfach zu viel nachgedacht. Und dann das hier, dieser Abschluss. Unfassbar. Den hat er verschossen. Dem Druck konnte er nicht standhalten. Unglaublich. Das hat er überragend gemacht. Er macht hier den Panenka. Toller Treffer. Jetzt muss er cool bleiben, denn wenn der Ball nicht reingeht, dann haben sie das Spiel verloren. Tja, das ist also das Aus. Sie sind nicht weiter. Sie scheitern hier im Elfmeterschießen. Aber kann man ihm da einen Vorwurf machen? Ist ja immer auch ein bisschen Glückssache. In einem Turnier darfst du dir keine Schwäche erlauben. Das haben sie sich heute erneut verkniffen und sind daher verdient weiter. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Danke für das Gespräch.